Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Fate. Ein gewundener Pfad. Plötzlich stößt ein Baum auf den Pfad und versperrt dir den Weg. Der Geber zieht eine Monsterkarte, ziehe eine Monsterkarte. 2 Staub, 4 Staub. Greife das Feuergesindel an, bis dass es wagt, dich zu bedrohen. Du stößt einen Kampfschlag aus und erhebst deine Waffe. Der Kampf beginnt. Suchst die Leichen nach Beute, der Geber zieht dir 2 Gewinde aus und schildert. A strong left arm is as important as a strong right arm, after all. Schöne Gesundheit. Reisende Heiler 1586. In einem schattigen Hain abseits der bekannten Pfade entdeckst du einen reisenden Händler, der mit dem wandernden Abenteuerhandel betreiben möchte. Gehe ich mal zum Laden. Sei grüßt, weißende Reise, wir werden dir viel zu bieten. Wenn es ein Heiler ist, vielleicht kannst du mal den gefunden haben. Ich bin den drauf. If you gain health, then I work harder to take it. Roaming ever forward, hunting for the truth. Dein Weg voran führt in einen einzigen Wald. Du hast den Ausgang aus diesem Gebiet gefunden. Du lässt dich auf den nächsten Teil deines Abenteuers ein. Did you expect me to tell your fortune? No. Reisender, a fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. Of course, I am different. My powers are genuine. Ich hatte diesmal ja gar kein Labyrinth gehabt. Reisender Kesselflicker, da gehen wir nicht hin. Gehe dran vorbei. Du setzt deine Reise fort. They will not let you pass so easily. Prepare yourself. Du begegnest zufällig einer Gruppe Jäger der Rattenmenschen. Bereite dich darauf vor, dich zu verteidigen. Der Geber zieht dir eine Monsterkarte. 4. Pest. Ah!
findest eine Kreation bei den Leichen der Ratten. Der Geber zieht eine Ration, gewinnt Karte. 5 Ration. Das habe ich. 19. Schatztruhe. A treasure chest. What more iconic emblem of success could we imagine? Während du dein Verlies erkundest, siehst du eine Schatztruhe am anderen Ende einer Halle. Die Truhe birgt wirklich großen Reichtum, aber die Kammer könnte mir gefallen gespickt sein. Näher dich der Handschuhe, lasse ich den. Natürlich nehme ich den. Hoffe ich sehr. Du bewegst dich mit großer Vorsicht, doch plötzlich hörst du ein Klicken. Der Raum beginnt sich mit tödlichem Gas zu füllen. Versuche, dort dem Gas zu entkommen. Du stolperst, fällst zu Boden und atmest zischend ein, wobei der giftige Nebel deine Lungen füllt. Du versuchst dich aufzuräumen und stolperst zur anderen Seite. Der Geber zieht 3 Verlustkarten, maximal 15. Deine 10 Gesundheit. 5 Gesundheit. Aber ich lebe noch. Du näherst dich der Schatztruhe. As you plunder the secrets of your memories, you'll gain new cards. Some you'll wish you'd left untouched. Passieren können, dass ich so viel Leben verliere, dass ich jetzt tot bin, aber so hätte ich immer ein bisschen Glück gehabt. Die Schatztruhe sieht mitgenommen, aber noch unberührt aus. Welche Schätze mag sie bergen? Ich versuche die mal aufzustellen. Also diesmal kann sie nicht schief gehen. Mach einen mächtigen Zug, gib das Schloss nach und die Beute ist dein. Der Geber zieht die 4 Gewinnkarten und das Zeichen dieser Karte gilt jetzt dir. 15 Gold. 15 Gold. 15 Gold. Ausrüstung. Jetzt habe ich 45 Gold. Helm des Abschmetterns. A coarse defense, but a valuable one nonetheless. Wird ein Geschoss abgeschmettert, setzt der Helm eine Explosion von geringer Kraft. Your prize. Schmugglerhafen. Let us stake a token on their foolishness. Der Hafen von Oldenburg besetzt aus kaum mehr als einen einzigen aus dem Wasser ragenden Holzbranken. Er ist in Sündenfuhl, Besuchern, Fragen und offensichtlich nicht mehr gesehen. Du verbringst einige Zeit damit, dich mit den Arbeitsweisen des Hafens vertraut zu machen, um einen Zugang zu Informationen zu finden. Du kannst 3 wesentliche Auswirkungen mehr über die verschwundenen Schiffe zu erfahren. Stehlen eine Ladungsverzeichnis oder bestich einen Arbeiter oder Hilfe einem Kapitän, seine Sorgen zu ertränken. Trink mit einem Captain. In den Loch, das sich in dieser elenden Stadt als Wirtshof bezeichnet, da findest du einen Kapitän, die offenbar gerade ihren Sorgen in Alkohol ertränken. Diese müssen besonders sehr erdrückend sein, denn sie lindern sie mit ballistischem Brandy. Du rückst einen Barhocker neben den ihren und erkundest dich nach ihrem Kummer im Versuch zu erfahren, was sie wohl über die verschwundene Schiff weiß. Du merkst genau, dass die Kapitän etwas weiß, doch sie vertraut es dir noch nicht an. Jedoch scheint es dir zu gefallen, einen Trinkkumpan zu haben. Weiter mit dem Kapitän trinken. Weiter trinken, trinke weiter. Du leerst ein weiteres Glas Feuerwasser. Die Kapitänin ist gut gelaunt. Sie unterhält dich mit Geschichten über ihre Abenteuer vorher. Sie jedoch erwähnt mit keinem Wort das Verschwinden der Schiffe. Du spürst die Auswirkungen des hochprozentigen Bundeswehr und Brandys, doch noch bist du dabei relativ bei klarem Bestand. Weiter mit dem Kapitän trinken. Trinke weiter, trinke weiter. Du lässt ein weiteres Glas Feuerwasser. Nach beiden Gläsern beginnt die Kapitän zu enthüllen, was über die verschwundenen Schiffe weiß. Die Kapitänin verrät dir nur ein Wort, Beutelschneider, und weigert sich weiter über die Angelegenheit zu sprechen. Du beschließt uns zu Karl und Landmannes zu gehen, um zu sehen, was er mit seinen Münzen anfangen kann. Das Fleisch dieser Karte besitzt dir.
one more step down, and we may see the end of this, or another set of stairs. At their heart, all games are about power, are they not? The acquiring of power, the retaining of power, and most importantly, the use of power. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, bis dann.